Rudolf Thiemann, frisch gewählter Präsident des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger. Im Hauptberuf sind Sie Verleger der Liborius-Gruppe, ein katholisches Verlagshaus. Für welche Aufgaben kann die Zeitschriftenbranche denn im Moment besonders gut göttlichen Beistand gebrauchen? Das ist eine schöne Frage. Göttlichen Beistand kann man, glaube ich, überall und immer gebrauchen. Können Sie konkret sagen, welche Aufgaben Sie sozusagen jetzt angehen und wofür Sie den Beistand gebrauchen könnten? Zunächst muss ich einmal sagen, dass der VDZ ja ein sehr gut funktionierender Verband ist. Und ein Präsident ist keine One-Man-Show im VDZ. In der Zeit der Vakanz, jetzt die letzten Monate, ist ja auch weitergearbeitet worden. Dieser Kongress findet statt. Wir haben unsere Themen in Berlin und in Brüssel bei der Politik. All das läuft weiter. Und das macht der VDZ sehr gut. Und der VDZ selbst ist ja jetzt nicht ganz problemfrei. Ich denke an Gruner und Jahr und seine Verbündeten, die kochen seit knapp einem Jahr sozusagen ihr eigenes Süppchen. Haben Sie da schon das eine oder andere Stoßgebet zum Himmel geschickt, dass die wieder zurückkommen? Es ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn sich die Reihen wieder schließen würden im Fachverband der Publikumszeitschriften. Aber diese Verlage sind ja nach wie vor fest verankert im Hamburger Landesverband und somit auch noch im VDZ vertreten. Natürlich wäre es schön, wenn Sie auch wieder zurückkehren zu den Publikumszeitschriften. Wir können nämlich das Know-how dieser Verlage sehr gut gebrauchen und ich glaube, diese Verlage können auch das Know-how der anderen Kollegen, die im VDZ hier mitarbeiten, sehr gut gebrauchen. Sie sind von Haus aus Verleger von konfessionellen Zeitschriften in der Liborius-Gruppe. Können Sie eigentlich guten Gewissens auch für Zeitschriften, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, zum Beispiel Klatschblätter oder zum Beispiel das Bunnyblatt von Burda, den Playboy, in den Ring steigen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, die Verleger spiegeln mit ihren Zeitschriften und Titeln das Lebensgefühl der Menschen. Man kann nicht sagen, es gibt Medien erster und zweiter Klasse. Ja, also natürlich ist kritischer Journalismus extrem wichtig für die Demokratie. So hat sich ja auch Herr Döpfner ausgedrückt beim BDZV. Aber ich behaupte eben auch, und das werde ich gleich auch sagen hier im Plenum, dass die unterhaltenen und Wissenszeitschriften natürlich genauso wichtig sind für die Demokratie. Wenn Freiheiten beschnitten werden, werden sie an allen Enden und Ecken beschnitten. Also, diese Titel, die Sie meinen, ich versuche es positiv zu formulieren, Sie nehmen die Fantasie der Leser vorweg. Ihr Vorgänger Stefan Holthoff-Förtner hatte nicht wirklich viel Zeit zu wirken, bevor er das Amt gewechselt hat. Ihr Vorvorgänger Hubert Burda war ein digitaler oder ist ein digitaler Visionär. Wofür steht Rudolf Thiemann? Ich glaube, dass die Entwicklung im Internet, also Digitalisierung, auch Daten- und Verbraucherschutz, was jetzt alles auf uns zukommt, so eine komplexe Materie ist und auch so schwer verständlich, auch für die Politik, dass wir uns verschärft damit auseinandersetzen müssen, welche gesellschaftspolitischen Veränderungen sind damit verbunden. Das Thema Freiheit wird und Freiheit der Presse, Freiheit der kleinen mittelständischen Verleger und Möglichkeiten, Paid Content Geld zu verdienen im Internet, wird das ist eine sehr, sehr fragile Sache und wir müssen alles dafür tun, dass ideologischer Unsinn in Brüssel und Berlin unterbleibt. Horizont und Turi 2 TV.